Herzlich willkommen hier wieder zu einer weiteren Promotion, diesmal von Perk Gamer Z oder Sie, wie man es auch mal aussprechen möchte, will oder wie man es im Englischen ausspricht. Ich habe mal ganz kurz die Fakten durch. 108 Abonnenten, 5600 Videoaufrufe auf insgesamt 82 Videos. Er ist seit dem 17.08.2012 auf YouTube tätig. Und seine letzte Aktivität war am 20.10., das ist heute. Camtasia nimmt gerade unten meine Taskleiste nicht mit auf, weil ich das irgendwie vergessen habe, noch runterzuziehen. Heute ist jedenfalls der 20.10., wo ich das Video aufnehme. Ich lese einmal den Text durch. Hier findet ihr alles über das Thema Gaming, Test, Blog und mehr. Wenn ihr Kritik oder sonstige Anmerkungen habt, meldet euch bei mir mit einem Kommentar unter dem zu kritisierenden Video. Oder wenn ihr was zu mir selbst sagen wollt, addet mich in Skype. Also, alle Mann in Skype adden. Dann hat er hier Projekte. I am Alive, hier steht es auch an der Seite. Und Sleeping Dogs, hier. Sleeping Dogs, I'm Alive, Sleeping Dogs, I'm Alive, Sleeping Dogs, I'm Alive, Sleeping Dogs, I'm Alive. Also schön im Wechsel. Hier haben wir noch ein 100-Abonnenten-Special. Also alles ganz schön schick. So. Gehen wir mal auf Videos ansehen. So, Uploads vor 17 Stunden, vor 18 Stunden, vor einem Tag, vor 2 Tagen, vor 2 Tagen, vor 2 Tagen, vor 3 Tagen, vor 3 Tagen, vor 4 Tagen, vor 4 Tagen, vor 5 Tagen. Also jeden Tag mindestens ein Video so in etwa. Hier war einmal, nee, vor 6 Tagen ist ja, nee, vor 6 Tagen gab es nicht. Da war eine kleine Lücke, aber ist ja nicht so schlimm, wenn hier an anderen Tagen hier 3 Videos sind. Also videomäßig tipptopp. Die Länge der Videos. Immer rund um die 20 Minuten, größtenteils, wie ich das jetzt hier so sehe. Hier einmal 20 Minuten, hier einmal nur 14 ist das Abonnenten-Special. Da war mein Slender-Let's Play noch. Aber eigentlich immer so seine beiden Projekte, die jetzt auch laufen. Also einmal Live und Sipping Dogs sind eigentlich immer so mindestens 20 Minuten lang. Ja, mal nur 1957, aber eine schöne Länge für Let's Plays. Gehen wir mal in die Playlist. Sleeping Dogs, 5 Videos, I'm Alive, 9 Videos, Slender, 4 Videos, Commentaries, hatte bis jetzt schon 2 Videos gemacht, Nightmare House ist so noch ein Gruselspiel wie Slender, so in etwa, ja, ein bisschen besser finde ich, 7 Videos, Let's Together Borderlands, ich habe auch Borderlands, pst, 2 Videos, Guild Wars 2, 2 Videos, Cry of the 4, 29 Videos, sieht so aus, als ob es komplett durch hat, Skyrim High Level, was ich ganz krass damit meint, aber 13 Videos, ich kenne mich mit Skyrim überhaupt nicht aus. Und Information und Co. hat er schon 7 Videos. Ja, gehen wir mal in Kanaldesign, genau. Kanaldesign. Dafür zoome ich einmal ein bisschen raus. Damit man auch die volle Pracht sieht. So, jetzt sieht man die volle Pracht. Borderlands. Dann hier Perk Gamer Z. Dann. Ich weiß es nicht, das sind bestimmt alles so hier Battlefield, das ist glaube ich MW, also Call of Duty. Battlefield, hier ist wieder Borderlands, also ich glaube, das ist alles ein bisschen aus seinen Spielen. Kanaldesign geht leider nicht weit nach unten, also ist wirklich nur hier oben das Stück, was man denn sieht. Könnte ruhig ja noch so ein bisschen bis hier so ruhig noch gehen. Aber so recht cool gemacht. Ich finde es immer cool, wenn da so im Hintergrund die ganzen Figuren sind. Dieses ganze Gewurstel da, so dieses Ui, Ui, finde ich immer nicht so schön. So, ja, ich habe selbst so eins, ich weiß, aber das ändere ich bald. ich bin dabei, auch mir gerade schon ein eigenes zu machen, aber das dauert halt ein bisschen. Aber wieder zurück zu Perk Gamer Z. Ja, das ist soweit. Jetzt scroll ich mal hier wieder ein bisschen rein bei mir in den Zoom. So. Ja, die Videos sind alle in 720p. Er hat jetzt aber vor, das weiß ich jetzt so, weil ich mit ihm gerade geskypt hat, alle Videos in 1080p zu machen, fände ich richtig nice. Und das erst bei 108 Abonnenten würde ich ganz ehrlich nicht machen. Aber, dem ist selbst überlassen, finde ich aber trotzdem ziemlich geil. In der Seite hat er noch die ganzen Playlists. Ich würde aufpassen, wenn du hier alle Playlisten machst, das kann dann später ziemlich lang werden. Ich würde hier so die aktuellen Projekte machen, also I'm Alive, Sleeping Dogs, dann vielleicht noch Information und Co. und so, also nur oder deine besten Projekte, die du bis jetzt hattest oder so.
Das würde ich so machen. Partner Promotion sind so ein paar Leute eingeordnet. Warum ich da noch nicht dabei bin, weiß ich nicht. Mein Scherz. Muss ja nicht, ist ja jedem selbst überlassen. Ja, seine Videoaufrufe sind so immer, ja, ich sag mal, 30, immer rund 20 bis 30. Also ziemlich in Ordnung. Zu seiner Mikroqualität. Ihr werdet das jetzt wahrscheinlich wieder nicht hören, aber ich. Ist hammer episch geil. Er hat auch eine geile Let's Player-Stimme. Also, guckt auf seinen Kanal, überzeugt euch selbst von dieser geilen Let's Player-Stimme. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Hammer nice. Ja. Und lasst mal Pabos da. Schreibt auch bei ihm in die Kommentare, falls du mal, also in die Kanalkommentare, falls ihr durch mich auf ihn gestoßen seid und ja, würde mich mal interessieren, wie viele von euch ihn abonnieren. Das war's jetzt auch schon wieder. Nach 6 Minuten sinnfreies Gelaber. Nein, sinnfrei ist ja nicht. Ach, wir können uns noch ganz kurz einmal seine Facebook-Fanpage angucken. Ja, wo er nicht viel macht. Okay, ganz kleiner Tipp noch so am Rande von mir. Wenn du auf deiner Facebook-Fanpage nichts machst, dann lösch die doppelte aus den Links raus. Wenn nicht, man kann das mit YouTube verknüpfen, dass hier automatisch schon mal deine Videos angezeigt werden. Würde ich dir raten. Dann musst du nichts machen und automatisch kommen auf YouTube, auf Facebook deine Videos auch. Mal so, als ob du die hochgeladen hättest, so auf YouTube, wird dir mal gesagt. Du hast so Video auf YouTube hochgeladen. Würde ich dir empfehlen. Und ja, das war jetzt so meine Kritik, meine Vorschläge, mein Gelaber über seinen Kanal. Aber seine Videos echt super Qualität. Ich kann das mal ganz kurz auf 720p stellen. Und einfach mal hier mittendrin anhalten. Und das ist mal ein guter Test, um zu gucken, wie so die Renderqualität ist. Weil, wenn man einfach mittendrin in einer Aktion anhält, wie zum Beispiel hier, wo er irgendeinen Typen verkloppt in Sleeping Dogs, kann man gut sehen, ich mache das mal auf Vollbild, ich weiß nicht, ob ihr es dann immer noch sieht. Kann man aber gut sehen, ob das Bild in, also ob schnelle Bewegungen denn verwaschen sind. Das heißt, wenn man eine schnelle Bewegung hat im Video und man hält dann diese schnelle Bewegung an, sollte bei 720p oder beim guten Render-Codex, sollte die Qualität halt immer noch gut sein und nicht verpixelt. Und das trifft bei sich auf seinen Videos auch zu. Das heißt, er rendert auch gut die Videos. Ja, nach 8 Minuten, diesmal sind es freies Gelaber, verabschiede ich mich jetzt doch endlich. Und schaut bei ihm vorbei. Ich bin irgendwie noch ein bisschen müde und aufgeregt, weil es morgen nach Ägypten geht. Deshalb ein bisschen sinnfrei diesmal wieder. Aber Übung macht den Meister. Ich bin ja mehr Let's Player und nicht Let's Promoter. Aber wenn ihr auch Let's Promoted werden wollt, schreibt mir eine kleine PN. Und ja, bis dahin noch viel Spaß bei meinen Let's Plays, bei den Let's Plays und Perk Gamer Z. Und ja, ich bin jetzt gerade ziemlich nah ans Mikro rangekommen, glaube ich. Ich sitze hier gerade so krumm auf meinem Stuhl. Ich setze mich mal wieder richtig hin und wünsche euch jetzt auch viel Spaß bei meinen und seinen Let's Plays. Bis dann.